Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Die Polizeigesetze. Also ich würde sagen, von dem, was ich bisher gelesen habe, demnächst heißt es, deine Nase passt mir nicht, geh mal in den Bau. So eine Zeit hatten wir schon mal. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, ist da so eine Mauer gefallen und dahinter sah es so ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal haben möchte. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Marie Bröckling und Konstanze Kurz, beides, wie ich es ausdrücke, Journalisten von netzpolitik.org, euch heute Abend zu den Polizeigesetzen zu sagen haben. Ein Riesenapplaus. Ja, vielen Dank, Mirko. Wir überlegen gerade kurzfristig, ob wir doch auf Französisch umsteigen für diesen Vortrag. Aber wir werden mal auf Deutsch fortfahren. Wir freuen uns über großes Interesse. Ich vermute mal, in den meisten, also diejenigen, die Deutsch sind, Bundesländern, sitzen hier Betroffene quasi. Wir wollen ein bisschen sprechen. Zum einen, was steht in diesen Polizeigesetzen? Was sind die umstrittensten Vorhaben oder auch schon ins Gesetz gegossene Maßnahmen und Befugnisse? Wir wollen ein bisschen über die Proteste reden. Lohnt sich durchaus auch. Und wir haben, wie es sich für so einen ordentlichen Polizeigesetze-Talk gehört, auch ein paar schöne Forderungen am Ende, die sich hoffentlich mit euren Wünschen nach dem Vortrag so ein bisschen annähern. Also wir finden schon die Entwicklung sehr bedenklich, die sich im ganzen letzten Jahr gezeigt hat. Und darüber wollen wir sprechen. Warum wollen wir darüber sprechen? Wir hatten in mehrerer Hinsicht damit zu tun. Wir haben einerseits darüber geschrieben, kann man bei netzpolitik.org auch nachlesen. Das sind zum einen wir beide, aber auch andere Mitglieder aus der Redaktion. Wir selbst waren auch als Sachverständige in mehreren Bundesländern, Tess Marie und in meinem Fall auch Teams, unterschiedliche Teams aus dem CCC haben Sachverständige schriftliche Stellungnahmen abgegeben in einigen Bundesländern. Und wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, wie läuft das ab. Das war uns schon wichtig. Genau. Wir wollen beginnen mit der Frage der Proteste, weil wir beginnen mit dem Positiven und kommen dann zu den immer fieseren Maßnahmen. Und zwar hatten wir, glaube ich, ein bisschen Glück dieses Jahr, denn in Bayern war ja, wie alle wissen, eine Landtagswahl, die sicherlich dazu geführt hat, dass die Proteste ein bisschen breiter waren. Und ich muss aus meiner Perspektive sagen, ich weiß nicht, wie Marie das sieht, aber wir waren schon ein bisschen überrascht, wie, glaube ich, viele Teilnehmer auch der Demo, dass so viele kamen und dass die Bilder dann doch relativ beeindruckt waren und die Politiker in der Folge auf die große Menge der Protestierenden auch reagieren mussten letztlich. Es ist dennoch nicht das erste Polizeigesetz in Bayern gewesen, sondern es gab eigentlich bereits in Hessen eine Diskussion davor, da gehen wir das später nochmal drauf ein, aber die Proteste, die auch bundesweit bemerkt wurden und in der Presse berichtet wurden, die waren sicherlich erst in Bayern so groß. Und da hat uns, denke ich, der Landtagswahlkampf auch geholfen. Denn wie man hier an diesen Beispielen sieht, waren vor allen Dingen die Spitzenpolitiker der CSU beliebte verhohene Pieplungsobjekte auf den verschiedenen Plakaten, die man da finden konnte. Genau, wie du gerade meintest, der Protest war sehr groß. Es war ja tatsächlich der größte Protest, den Bayern seit Jahren gesehen hat. Also in dem einen Tag in München waren es 40.000 Menschen. Das sind in Berlin Dimensionen, die man kennt, aber in Bayern sonst nicht. Und ich würde sagen, und da sind wir dann ja auch schon bei der nächsten Folie. Wir hatten ein paar Verbündete, die überraschend waren. Genau, und der Protest war nicht nur unglaublich groß, der Protest war auch unglaublich vielfältig. Und das war vor allen Dingen in Bayern bemerkenswert. Es waren außer der CSU alle Parteien, die im Landtag sitzen, beteiligt mit ihren Gesamtverbänden und den Jugendverbänden. Es waren darüber hinaus Gewerkschaften beteiligt, also teilweise, und hier sehen wir das ja, die Polizeigewerkschaften haben sich kritisch geäußert, was ungewöhnlich ist. Nicht alle natürlich, also wir haben ja zwei große Polizeigewerkschaften, aber hier der bekannte Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei, war überraschend. Und es gab noch ein paar andere, vor allen Dingen später im Laufe des Jahres hinzutretende Protestierenden. Mir waren die eher fremd, ich weiß nicht, ich habe mit der Fußballszene nicht so furchtbar viel zu tun. Ich gehe mal einen weiter, komme gleich zurück.
Weil später kamen noch die Sprechchöre und die ziemlich organisierten Fußballvereine dazu, die sich diesem Protest anschlossen, auch auf der Straße, nicht nur im Fußballstadion. Wer vor allen Dingen in Hannover, in Niedersachsen erlebt hat, aus meiner Sicht, war sehr überrascht über die, die hatten alle gleiche Shirts, die hatten, konnten ordentlich singen. Die einzige, vielleicht ein bisschen nachteilig, waren durchweg Männer. Das wirkte so ein bisschen am Anfang, dachte ich so, oh, was ist das? Aber das hat sich herausgestellt als sehr schlagkräftig. Und die sind natürlich auch in besonderer Weise betroffen. Also nicht schlagkräftig. Nee. Nein, tatsächlich waren das durchweg allesamt total positive, familienfreundliche und absolut friedfertige Demos, wo schon alle so ein bisschen immer gewartet haben, ob es da irgendwo eskaliert, aber im Gegenteil. Hm. Ich gehe nochmal zurück, weil ich auf Bayern zurückkomme, nochmal kurz erwähnen will, wie die Politik auf diese großen Proteste reagiert hat. Und wir haben einen Originalvertreter, nämlich den Innenminister Joachim Herrmann, den kennen ja sicherlich viele noch, der uns mal erklärt, vielleicht ist der Titel der Folie schon etwas erläuternd, warum so viele auf die Straße gingen. Hören wir was? Muss ich was tun? Ich versuch's nochmal, ja? Ich hab Ton an. Müsste eigentlich gehen. Ich versuche mal lauter zu machen. War eine Idee? Ich versuche es mal hiermit. Auch nicht. Aber ihr seht, hier ist ein... Ich versuche es nochmal, ja? Könnte ich einen Regiehinweis haben, weil wir haben das Audio getestet, der Stecker steckt. Nochmal? Ich habe keine Ahnung, ob es läuft. Ich hätte noch eine andere Idee, ich probiere es auch mal hier. Auf Fahrtumschein? Oh, der Techniker ist informiert. Please help. Ja? Keine anderen Fenster anklicken. So, das machen wir nur abends als Zusatzentertainment. Ich gehe nochmal zurück, damit ihr von Anfang an hören könnt, was der wichtige Minister, der Landesinnenminister von Bayern zu sagen hat. Protestiert haben. Es waren deutlich mehr als erwartet. Ja, in der Tat, das war eine beeindruckende Zahl und das war mehr, als wohl die Veranstalter selbst erwartet hatten. Das muss man ernst nehmen, aber ich bin vor allen Dingen doch überrascht davon, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manche unbedarfte Menschen hier in die Irre geführt hat. Also wir sehen, der Grund für die Proteste war die Lügenpropaganda. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben auf netzpolitik.org vorher berichtet und es hat mich so geärgert, was Joachim Herrmann da von sich gegeben hat, dass ich danach noch 2 Debunk-Artikel geschrieben habe über das, was Joachim Herrmann gesagt hat. Er hat dann aber nicht nochmal darauf geantwortet. Ich meine, die meisten werden das Ergebnis kennen. In Bayern muss man sich ja auch... Oder jedenfalls vor der Wahl musste man sich mit keinem Koalitionär einigen. Das bayerische Parteiaufgabengesetz ist beschlossen worden. Und Marie fand dafür eine schöne Überschrift, die übrigens wahrhaftig ist, dass das Polizeigesetz ist mit den meisten Befugnissen seit 1945. Die haben sich also sehr weit aus dem Fenster gehängt. Und die sozusagen nachfolgenden Länder, über die wir auch gleich sprechen werden,
oder auch die, die davor das Polizeirecht geändert haben, die haben diese Art von Ausweitung immerhin nicht durchgezogen. Wir wollen ein bisschen darauf eingehen, über die Proteste haben wir schon gesprochen, die wollen wir jetzt nicht nochmal im Einzelnen ansprechen, sondern wir wollen vor allen Dingen darüber reden, was sind denn die am meisten, auch vor allen Dingen von Juristen, aber teilweise auch von Technikern kritisierten Maßnahmen, die in den Gesetzen drinstehen. Da gehen wir jetzt mal durch, wir werden nicht alle besprechen, sondern wir werden vor allen Dingen die umstrittenen besprechen. Genau, und ich glaube, also der zentrale Punkt und alle Menschen, die schon mal darüber gelesen haben, wenn das mitbekommen haben, ist die Figur des Gefährders. Und in der Debatte ging es dann immer wieder um diesen Rechtsbegriff der drohenden Gefahr, der jetzt mit vielen neuen Maßnahmen belegt wurde. Ich glaube, das kann man als Nicht-Juristin oder Nicht-Jurist ein bisschen beiseite lassen, sondern sich tatsächlich einfach vor Augen führen, welche Idee dahinter steckt. Und das ist die Idee des Gefährders. Also, dass wir Personen haben und da... Kommt danach. Erst die Fußfessel. Dass wir Personen haben, die selber noch nichts getan haben, also es ist noch keine Straftat begangen worden. Sie sind auch noch nicht kurz vor der Begehung der Straftat, es zeichnet sich also noch keine konkrete Straftat ab, sondern ich habe eine Person, von der ich bloß zwei Annahmen habe. Nämlich einerseits, dass sie gewillt ist, eine Straftat zu begehen und zum anderen, dass sie dazu befähigt ist, also dass sie grundsätzlich in der Lage ist, das auch zu verwirklichen. Das Wann und Wo dieser Straftat ist mir allerdings noch nicht bekannt. Und diese Person möchte ich jetzt mit neuen Maßnahmen belegen. Das ist im Prinzip der Kern vieler neuer Polizeigesetze, die gerade beschlossen worden sind. Okay, das heißt, ich habe eine Person, ich habe einen Verdacht gegen diese Person. Sinn würde jetzt machen, diesen Verdacht aufzuklären. Dafür gibt es aufklärende Maßnahmen, Überwachung, die Person, mehr Informationen über diese Person rausfinden. Was man jetzt aber auch gemacht hat, und da war Bayern das erste Bundesland, ist, diese Person mit deutlich eingriffsintensiveren Maßnahmen zu belegen. Und das ist einerseits die elektronische Fußfessel. Weniger für Frauen, aber auch für Frauen. Elektronische Fußfessel ist im Prinzip nichts anderes als eine Standortüberwachung. Die Person trägt das am Bein und damit kann ich dauerhaft den Standort dieser Person überwachen. Das ist natürlich eine total lustige Idee bei einer Person, der ich ja noch gar nichts vorwerfe. Ich weiß ja gar nicht, was diese Person machen möchte. Ich weiß auch nicht, wo sie es machen möchte. Jetzt kontrolliere ich dauerhaft den Standort. Da haben auch teilweise Juristinnen und Juristen gesagt, na, wie soll mir das denn helfen, etwas zu verhindern, wo ich gar nicht weiß, an welchem Ort es stattfinden soll. Nun geht die Person mit der Fußfessel in die U-Bahn und soll jetzt zugegriffen werden oder nicht? Also die Maßnahme ist in sich. Vielleicht sollte man zwei Dinge unterscheiden. Also ich glaube, die Sinnhaftigkeit in gewisser Weise dieser Fußfessel für andere Bereiche, also etwa wenn jemand eine Bewährungsauflage hat und damit könnte ihm eine Haft erspart sein. Ja, die Stalking ist auch ein häufiges Beispiel. Genau. Ja, auch noch. Aber hier geht es halt um Gefährder und ich will nochmal, also Marie hat eben die Definition schon gebracht, ich glaube es gibt ein Auseinanderklaffen zwischen dem normalen Sprachgebrauch und der Tatsache, die juristisch gemeint ist. Wenn wir von einer drohenden Gefahr reden im Umgangsdeutsch, dann irgendwie kommt da was auf uns zu, was uns droht. Aber faktisch ist die drohende Gefahr im Juristendeutsch eine Gefahr, die sich gerade noch nicht konkretisiert hat. Daran macht sich die Vorverlagerung erst fest. Da muss man also trennen von dem, wie wir es benutzen. Und leider bei der Fußfessel, das haben wir auch in die Stellungnahmen geschrieben und andere Sachverständige, waren übrigens zahlreiche, also richtig Dutzende Sachverständige, haben diese Fälle auch aufgeführt. Es gibt nämlich Fälle, wo es tatsächlich Anschläge gegeben hat mit Angreifern, die eine Fußfessel trugen. Mhm. Also die sozusagen die Praktikabilität ist in jeder Hinsicht zu bezweifeln. Mhm. Aber gleichzeitig haben sie auch technische Fehler gemacht. Also sie haben nicht in allen Polizeigesetzen gute Regeln dafür, wie diese Daten abgesichert sein müssen. Wenn ich schon so ein Ding am Bein trage, erwarte ich zumindest, dass nicht irgendwelche Dritte auch noch mein Bewegungsprofil mitkriegen. Also selbst da wurden eine Menge handwerkliche Fehler gemacht. Wobei natürlich die Tatsache, dass man jemand, der gerade keine sich konkretisierende Gefahr ausmacht, so ein Ding ans Bein pappt, natürlich der größere Kritikpunkt ist. Wir haben mal Beispiele mitgebracht. Wir wollen zum einen darauf verweisen, dass die sachverständigen Stellungnahmen sämtlich öffentlich sind. Unsere sowieso, die wir geschrieben haben, entweder bei ccc.de
oder Maries sind öffentlich bei netzpolitik.org. Aber fast alle Innenausschüsse der Länder haben auch die Stellungnahmen dort, die in der Regel von Juristen sind, wie auch hier von Maria Schalow von Amnesty International, die zwei wirklich sehr wunderbare, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Sachsen, Stellungnahmen geschrieben hat, die über das Verfassungsrecht sogar hinausgehen und die sich mit Menschenrechten beschäftigen. Und sie hat, finde ich, hier sehr gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt, wir müssen uns immer darüber bewusst sein, dass wir eben nicht von Menschen reden, die sich einer Straftat verdächtig gemacht haben. Wir reden nicht von Menschen, die eine akute Gefahr darstellen, sodass sie sozusagen unmittelbar vor der Straftatbegehung abgehalten werden müssen. Trotzdem werden diese Menschen eben über längere Zeit ihrer Freiheit beraubt. Genau, ich glaube, das wäre der zweite Punkt, wo ich jetzt, also nach der elektronischen Fußfessel kommt jetzt sozusagen die zweite Maßnahme, mit der Gefährderinnen und Gefährder belegt werden sollen nach den neuen Polizeigesetzen, und die geht nochmal in ihrer Intensität weit über elektronische Fußfessel hinaus. Hier sind wir jetzt echt in einem Bereich, das wird gefasst in den Polizeigesetzen unter Präventivgewahrsam, und was das beschreibt, ist letztendlich nichts anderes, als dass eine Person, die sich also hat noch nichts zu Schulde kommen lassen, die bloß verdächtigt wird in der Zukunft, gewillt und befähigt zu sein, eine Straftat zu begehen, einzusperren, also ihrer Freiheit zu berauben, das drastischste Mittel, was der Staat zur Verfügung hat. Und bisher in den vor der Novellierung der Polizeigesetze schwankte das in den meisten Bundesländern zwischen so 2 bis 4 Tagen. Ich glaube, teilweise ja 48 ich glaub, Stunden bis 96 Woche, Stunden. Aber auf jeden Fall war die Spannbreite nicht groß. Und jetzt reden wir immer, wenn es um die Novellierung der Polizeigesetze reden, reden wir immer ab 2 Wochen. 2 Wochen, 4 Wochen, Bayern 3 Monate. Also ganz neue Dimensionen. Und ich finde dazu so eine kleine Anekdote vielleicht aus NRW, total spannend. Ich saß im Innenausschuss in NRW als Sachverständiger, und da gab es allen Ernstes die Debatte zwischen CDU und SPD, ob man dieser Person jetzt einen Anwaltsbeistand gewähren soll, wenn man sie 1 Monat einsperrt. Und die SPD hat das gefordert, die SPD fordert Pflichtverteidiger, hat das tatsächlich am Ende auch durchgesetzt, das ist jetzt so in NRW geregelt. Und tatsächlich war das Gegenargument und auch plausibel, aber warum denn? Warum soll man dieser Person eine Anwältin, einen Anwalt beiseite stellen? Wir werfen ihr ja gar nichts vor. Wogegen soll die Person sich denn verteidigen? Wir können vielleicht noch zweierlei vorwegnehmen. NRW, das Polizeigesetz ist mit den Änderungen, die Marie eben beschrieben hat, insbesondere, dass sie jetzt eben erlauben, dass man Anwälte hat, Ende Dezember oder Mitte Dezember auch noch in Kraft getreten. Und tatsächlich hat sich der Vertreter der SPD, der oppositionellen SPD, damit gebrüstet, dass sie diese Selbstverständlichkeit eines normalen Rechtsstaates in dieses Gesetz gedrückt haben. Das war also eine ganz bizarre parlamentarische Debatte. Eine letzte Anmerkung noch zu dieser, wir sprechen gleich noch ein bisschen länger über diese Ingewahrsamnahme. Wir hatten am Anfang jetzt nicht so erzählt, dass wir auch noch ein bisschen über das Musterpolizeigesetz sprechen wollen. Mhm. Und das Vorhaben, was im Koalitionsvertrag, der von 2018 bis 2021 ja gilt, wie wir wissen, also von unserer aktuellen schwarz-schwarz-roten Koalition, dieses Musterpolizeigesetz angekündigt ist. Und tatsächlich ist diese Ingewahrsamnahme fast der einzige Aspekt im föderalen Polizeirecht, das ist ja ein Länderrecht, wo es sehr, sehr große Unterschiede überhaupt gibt. Das heißt, diese ganze Chimäre von, wir hätten, so steht es auch im Koalitionsvertrag, unterschiedliche Zonen der Sicherheit in Deutschland, ist Mumpitz. Jeder Polizeirechter und jeder gute Jurist, der darüber schreibt, weiß das, kann man darüber nachlesen, wird aber immer wieder behauptet. So ähnlich, wie wir bei manchen anderen diese Argumente auch haben. Also man sagt, wir hätten unterschiedliche Zonen des Rechts. Ich kann das mal zitieren aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit in Deutschland. Dazu gehört eben die Erarbeitung eines gemeinsamen Musterpolizeirechts. Und guckt man sich das eben genau an, dann sieht man, dass genau dieser Aspekt, dieser Präventivhaft, also diese mal einfach mal wegsperren, tatsächlich auch die einzigen wirklich signifikanten Unterschiede sind, die wir eigentlich haben. Also das, naja. Aber wir wollen mal darüber noch ein bisschen weitersprechen. Wir haben nämlich auch noch folgende Gedanken, auch aus Nordrhein-Westfalen. Genau, Jörg Enoschat, der war bei der ersten Anhörung in NRW, es gab 2 im Innenausschuss, und er bringt, und das fanden wir einen wichtigen und spannenden Gedanken, weil viele von diesen Gedanken, die die Sachverständigen vorbringen in den Innenausschüssen, es gab oft Vorschläge, wie man Maßnahmen
besser, sinnvoller gestalten kann, gehen unter, nachdem die Gesetze beschlossen wurden. Und hier Jörg Anischatsch sagt, was passiert, wenn sich im Nachgang herausstellt, dass derjenige, der in Gewahrsam genommen ist, noch nicht einmal ein Gefährder war? Entsprechend großzügige Entschädigungsregelungen könnten mäßigend auf Behörden einwirken, nicht vorschnell von der Gewahrsamsannahmemöglichkeit Gebrauch zu machen. Hat sich nicht durchgesetzt. War schon eine Summe genannt, wie hoch die Entschädigung dann ausfallen soll? Man weiß ja, dass also eine Haftentschädigung ist ja extrem niedrig in Deutschland. Also wenn man fälschlich verurteilt wurde zum Beispiel. Ich weiß nicht, war da Summen im Nein, keine Summen im Gespräch. Aber hey, man schafft sozusagen eine in Gewahrsamnahme. Und dann denkt man sich halt, um mäßigend auf die Behörden einzuwirken, aus, dass man ja eine Entschädigungszahlung einplanen könnte. Die ist allerdings dann so nicht gekommen, oder? Ja, also jedenfalls nicht in Nordrhein-Westfalen. Es wird jetzt hier niemanden überraschen. Wir haben eine weitere Maßnahme, die in gleich mehreren Bundesländern sozusagen neu eingeführt wurde, nämlich verschiedene Formen des Staatstrojaners, den wir hier auf freier Wildbahn mal einfangen konnten. Ich werde dazu nicht so sehr viel sagen, weil ich glaube, dass der CCC arbeitet jetzt seit 10 Jahren dazu. Wir haben 2 Urteile aus Karlsruhe zu der Frage des Hackings von informationstechnischen Geräten. Aber ich will ein paar Aspekte ansprechen, die aus meiner Sicht neu sind. Und die sich in den Diskussionen, also war im Wesentlichen oder der Kern des Themas in den Stellungnahmen des CCC natürlich widerspiegeln. Zum einen eine veränderte Situation in der IT-Sicherheit, also eine enorme IT-Vertrauenskrise, ein sehr viel höheres Wissen über den Markt mit IT-Sicherheitslücken, ist vor allen Dingen auf die Snowden-Jahre zurückzuführen. Wir haben eine veränderte Situation im Bund, wo die Firmen, die kommerzielle Staatstrojaner anbieten, ganz offensichtlich die Behörden erpressen, nämlich zu sagen, wir geben euch weder Quellcode noch weitere Informationen, ansonsten könnt ihr mit jemand anders Geschäfte machen. Das war im Innenausschuss im Bundestag auch eine relativ umstrittene Sache, also eine relativ neue Situation. In Erinnerung will ich auch daran, dass in der Legislaturperiode davor der Staatstrojaner mit wir haben mehreren Dutzend Straftaten in der neuen Strafprozessordnung festgeschrieben wurde. Wir haben also eine Bundesregelung, die ohnehin sehr umstritten ist, die 4 Verfassungsbeschwerden hat, und zwar auch solche, die ernst zu nehmen sind, wo aber die Bundesländer, die sich jetzt neu für den Staatstrojaner entschieden haben, wir haben später eine Übersicht, überhaupt nicht Notiz von nehmen. Als wäre, hätte die Diskussion nicht stattgefunden. Wir haben da auch einige, also Marie vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und ich selbst in Niedersachsen, ein paar Szenen erlebt, die überraschend sind, weil man einfach denkt, da haben die Politiker in den Landesparlamenten eine 10-jährige Debatte einfach nicht mitbekommen, sondern haben ein Wissen über dieses staatliche Hacking, was sich aus amerikanischen Vorabendserien speist. Erstaunlich. Also wirklich so... Also es gab eine Szene, ich muss sie erzählen, weil die was darüber sagt, wie Kenntnisniveau ist der Politiker, die darüber entscheiden. Es war eine Szene mit Doris Schröder-Köpf, die für die SPD im Niedersächsischen Landtag sitzt und zur SPD gehört. Und ich machte einige Vorschläge, die neu sind, weil ich auch mal sehen wollte, wie Parlamentarier reagieren. Unter anderem den Vorschlag, dass man, wenn man einen Staatstrojaner regelt, der für alle informationstechnischen Systeme gilt, dann sollte man vielleicht ein paar Ausnahmen machen, zum Beispiel Medizinalgeräte oder Geräte, in denen man sitzt, zum Beispiel ein Auto, damit man eben nicht Leben oder Gesundheit von Menschen, die gehackt werden, staatlicherseits, gefährdet. Das schlug ich also vor, dass man sich ja mal als Jurist überlegen könnte, ich bin ja kein Jurist, können die sich ja überlegen, wie man das eventuell in Gesetzesform bringt, sodass man nicht durch das staatliche Hacken Leben oder Gesundheit gefährdet. Ich habe da so ein bisschen über WannaCry geredet, viele werden sich erinnern, da waren ja nur viele Krankenhäuser betroffen. Wir haben keine Eingrenzung der Definition, was ein informationstechnisches System ist. Da sagte Doris Schröder-Köpf zu mir, ja Frau Kurz, wenn wir das aber machen, da können sich doch die Verbrecher genau die Geräte nehmen. Denken mal darüber nach, was sie da eigentlich sagt. Das ist so eine Vorstellung. A, mit dem Staatstrojaner, da kann man jedes Gerät hacken. Ja, das ist so eine, das kommt mir halt so ein bisschen vor wie in billigen Filmen. Also keine Vorstellung davon, was ist heute typisch, was können die deutschen Behörden eigentlich hacken und mit welchen Mitteln. Sondern so eine Vorstellung, so wie, na, wir hacken uns überall rein. Und wenn wir eine
gesetzliche Grenze einbauen würden, dann wäre das auch die technische Grenze. Das ist natürlich der absolute Unsinn. Ich habe Ihnen ja erzählt von, was es so für Betriebssysteme gibt, ja, und wofür zum Beispiel im Bund der Staatstrojaner bisher vorgesehen ist, also welche Systeme der überhaupt hacken könnte, was in der Standardleistungsbeschreibung steht. Das ist, also da ist eine große, sozusagen, wie soll man nennen, eine große kognitive Dissonanz zwischen, was technisch geht und was auch die Behörden mit den Mitteln, die sie haben, bezahlen können und was sozusagen in den Köpfen der darüber entscheidenden Politiker sind. Sie ist sicherlich nur ein Beispiel. Also mir geht es nicht um diese Politikerin, mir geht es um die Vorstellung. Also ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen so anders nicht, oder? Hm. Ist eine, ja. Müssen wir mit leben, dass wir 10 Jahre erzählt haben, was Hacken bedeutet im staatlichen Sinne und aber das so weit ankommt, als wäre das so eine Art schwarze Magie mit Leuten mit Sturmhauben, die einhändig, na, ihr wisst schon. Okay, ich denke, wir lassen den Staatsfreunde mal beiseite, da kann man noch sehr viel mehr drüber sagen, wollen wir aber gar nicht. Wir haben versucht, die Argumente auch zusammenzuziehen und da waren keine außerhalb von, aber das sollten wir vielleicht auch mal bei der Gelegenheit sagen. Wir haben keine Zeit. Wir müssen zum nächsten übergehen. Wir haben auch noch andere technische Maßnahmen, die umstritten waren. Zum einen generell die Videoüberwachung, aber die Videoüberwachung nicht mehr in der herkömmlichen Form, wie es man nennen will, sondern die Videoüberwachung, die in eine Personenüberwachung übergeht, weil sie biometrische Komponenten hat, also an allen Vorbeilaufenden irgendwelche Körperdaten aufnimmt. Es wird kaum unterschieden aus meiner Sicht, also man hat eine große Vermischung dieser sehr unterschiedlichen, qualitativ unterschiedlichen Techniken. Aber da hatten wir auch ein bisschen Hilfe, weil über die Videoüberwachung an sich wird relativ viel geforscht, schon lange. Und insbesondere in Niedersachsen waren auch einige Ergebnisse solcher Studien da, die im Wesentlichen diese ganze Argumentation zerlegt haben. Mhm. Die natürlich aber auch ohne, wie soll ich mal sagen, ohne ein Hochschulstudium oder eine 2-jährige Forschung geht, im klar sind, dass eine Videokamera sich nicht zwischen Verbrecher und Opfer stürzt. Also das ist natürlich keine neue Erkenntnis. Aber genau, ich glaube, es wurde vor allen Dingen immer auf den Verdrängungseffekt verwiesen. Ja. Also immer, wenn andere Sachverständige, die dazu empirisch geforscht haben, gesprochen haben, ging es immer darum, was Videoüberwachung letztendlich bewirkt, vor allen Dingen im Innenstadtbereich, ist eine Verdrängung von Kriminalität. Ja, genau. Aber also das war jetzt nicht unser großer Schwerpunkt, aber deutlich war, also zumindest mir wurde deutlich an den Diskussionen gar nicht mal, dass es in alle polizeirechtlichen Regelungen reinkam, dass es eben in diese Richtung, das nennen die so intelligente Videoüberwachung, sie meinen aber oft Anomalieerkennung oder Biometrie. Wollen wir vielleicht nicht näher drauf eingehen, aber das ist sicherlich ein Bereich, auf den wir in Zukunft auch mehr achten müssen. Es gibt eine Klammer, Maria hat es vorhin schon kurz angesprochen, und die ist im Wesentlichen eigentlich der Schutz vor Terror. Am deutlichsten war mir das jetzt in Nordrhein-Westfalen noch, denn die Lesung, nach der dieses Gesetz dann beschlossen wurde, mit den Stimmen der einiger Oppositionspolitiker sogar, die war unmittelbar nach dem Vorfall mit den Schusswaffen in Straßburg. Mhm. Und tatsächlich stellt sich der NRW-Innenminister hin, ja, und als erstes, also der Innenminister, der heißt Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen, stellt sich als erstes hin und sagt, man darf das ja eigentlich gar nicht sagen, aber nimmt sofort den Bezug sozusagen zu dem aktuellen Anschlag, um dann im nächsten Satz bei Pädophilen, Hooligans und Stalkern zu sein. Mhm. Also das ist so eine Klammer, ja, eigentlich meinen sie Terroristen, aber guckt man genauer hin, fangen wir eigentlich alle damit. Das ist so ein Muster. Genau, und da war ja aber auch immer unser Argument immer wieder, es wurde von den Regierungsparteien immer argumentiert, wir machen das aufgrund, oder der Anlass wäre die aktuelle Gefährdungslage. Und das ist einfach zeitlich nicht zu beweisen. Es ist einfach so nicht richtig. Diese Welle an neuen Polizeigesetzen hat 2017 begonnen, also dass jetzt alle Bundesländer nach und nach beginnen, ihre Polizeigesetze zu novellieren, und es ist einfach ganz klar eine Reaktion auf Rechtsprechung. Es gab ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht und daraufhin haben alle begonnen, das umzusetzen, was dort geschaffen wurde als neuer Rechtsbegriff. Also diese Argumentation, die da öffentlichkeitswirksam manchmal gefahren wird, von wegen, wir machen das, weil es jetzt gerade diesen Anlass gab, die ist einfach so nicht zu belegen. Er hat sich tatsächlich, also muss man sich auch mal vorstellen, stellt sich so ein Innenminister hin und sagt, hätten wir dieses Polizeigesetz gehabt, das darf man ja nicht sagen, aber hätten wir es gehabt,
dann wären ja solche Anschläge zu verhindern. Das ist natürlich eine Frechheit und nicht beweisbar und also eine Form von gefühlter Politik. Ja, man möchte dann irgendwie so eine Versicherung abgeben. Genau, und genau auf diese Argumentation von man hätte ja irgendwas verhindern können, da haben wir auch noch ein Audio mitgebracht, das vielleicht genau, jetzt da müssen wir, glaube ich, wir versuchen mal den Ton abzuspielen. Wir werden vielleicht nachher nochmal erklären, worauf er sich bezieht, aber ich glaube, die Argumentation ist jedem verständlich. Ich versuche es nochmal. Da sind die Audio-Engel. Matthias Becker ist auch Jurist. Genau, also. Ich glaube, dass das nicht das andere, das wir haben, wozu ja auch noch kommt, dass in den Vorbereitungsländern zu terroristischen Delikten schon sehr früh strafbar sind, dass das vollkommen ausreicht, um gefährliche Personen umzugehen. Und dass man vielleicht eher mal das tatsächliche behördliche Handeln auf der Grundlage der bestehenden rechtlichen Regelung kritisch evaluieren sollte, bevor man behördliches Versagen mit einer Ausweitung des Befugniskreises der Behörden bekämpft. Matthias Becker war das, Rechtswissenschaftler an der Universität Mainz, und er kritisiert. Mir ist jetzt nicht klar, wie viele sich erinnern, ich steht ja das Datum, es war im Juni, aber da waren natürlich auch, waren die ersten Aspekte aus den Anis-Amri-Untersuchungsausschüssen klar, und wo man die Defizite, die ja vor allen Dingen unter den bestehenden Gesetzen, polizeirechtlichen Regelungen, die relativ klar rauskamen. Also insbesondere, dass die Befugnisse sehr wohl bestanden, aber dass die eben in der Praxis, er nennt es hier Behördenversagen, quasi nicht in der ausreichenden Weise berücksichtigt wurden, um einen tatsächlichen Gefährder, der ja Anis Amri war, ich meine, er war umzingelt von V-Leuten und wurde irgendwie gefilmt und beobachtet über Monate, dass eben eine Form von Versagen ist, die nicht kompensiert werden kann durch einfach, wir machen neue Befugnisse wie Blöde und Hacken. Also ich finde, er hat es da sehr auf den Punkt gebracht. Damit kann man auch mal sehr deutlich machen, dass wir in keinem dieser Sachverständigenanhörungen außerhalb von amtierenden Polizisten, haben wir keine Juristen oder Verfassungsrechtler getroffen, die anderer Meinung waren. Ja, das kann man in den schriftlichen Stellungnahmen auch sehr gut nachlesen. Mhm. Es gab auch keinen Landtag. Ich weiß nicht, Maria, ob dir ein Beispiel einfällt, wo man dagegen argumentieren könnte, wo die mal ordentliche Zahlen vorgelegt haben, etwa für den Staatsräuber. Ne? Von wie vielen Geräten reden wir denn da? Wie oft können sie denn wirklich nicht an Daten ran, sozusagen? Also diese, dass sie mal Fakten auf den Tisch legen. Das ist im Prinzip nicht passiert, wenn man die Begründung für die Ausweitung der Befugnisse sieht. Also mir fällt jedenfalls kein Landtag ein, wo man das hätte zeigen können. Aber jetzt gehen wir noch mal in medias res. Wir haben eine visuelle Präsentation für euch vorbereitet, damit ihr einen Überblick bekommt, wie sieht's denn aus, und damit ihr die Betroffenheit in eurem eigenen Bundesland versteht. Und wir wollen so ein bisschen die Unterschiede, nicht alle, aber ein paar in den Bundesländern erklären. Die helleren gelben oder so weiß-gelben Flecken sind die Bundesländer, die ihr sowieso alle aus dem Geografieunterricht auswendig kennt, die neue Polizeirechte entweder als Entwurf oder bereits beschlossen haben. Und wir haben zwei Stadtstaaten, nämlich Bremen und Berlin, gestrichen. Denn in Bremen ist der Entwurf, der neue zum Polizeirecht, tatsächlich nach einem politischen Streit zurückgenommen worden. Es gab also keine Erneuerung des Polizeirechts. Aufgrund erfolgreichen Protests. Ja. Und ihr werdet euch denken, die Parteien in Bremen stellen das etwas anders dar, aber sei es drum. Genau, und Berlin durchgestrichen. Berlin hat sich bisher zusammengesetzt. Es gibt noch keinen öffentlichen Entwurf, also wir wissen noch nicht, was drinsteht. Aber tatsächlich gab es schon öffentliche Stellungnahmen aus der Regierung. Und dort hieß es ganz eindeutig, man möchte großes Vorbild werden. Berlin strebt an, das erste neue liberale Polizeigesetz zu schaffen und hat Großes vor. Ja. Wir sind sehr gespannt. Naja, nu, also Berlin ist, wie ihr wisst, Rot-Rot-Grün und ein bisschen anders. Genau, und was hier noch fehlt, ist das andere Rot-Rot-Grün im Bundesland, Thüringen. Thüringen hat tatsächlich als einziges Bundesland, aus irgendwelchen Gründen hier nicht drauf, aber als einziges anderes Bundesland schon öffentlich gesagt, dass sie das Polizeigesetz nicht novellieren möchten, dass sie nicht vorhaben, in nächster Zeit neue Maßnahmen in ihr Polizeigesetz einzuarbeiten. Genau. Also wir gehen jetzt sozusagen von links nach rechts vor. Das ist nicht chronologisch. Wir wollen nur so ein paar Unterschiede herausheben, die sich in den Bundesländern
ergeben haben und wir wollen den jeweiligen Status, also wo sind wir gerade, angeben. Also wir haben zuerst NRW, da haben wir jetzt eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist kurz vorm Kongress im Parlament beschlossen worden mit der Zustimmung der SPD, mit einer ganz bemerkenswerten Begründung. Also die SPD hat gesagt, also wir machen jetzt hier seit Jahrzehnten, sind wir hier die Regierung in NRW und jetzt sind die komischen Schwarzen dran, aber wir verstehen uns als sozusagen Staatspolitiker und also wir sind dabei, wir haben hier 5 Jahrzehnte das Polizeirecht gestaltet, da stimmen wir mit. Und natürlich haben sie auch gesagt, dass sie alles das, was jetzt rechtsstaatlich ist, quasi selber in dieses neue Polizeirecht reingekriegt haben. Und die AfD hat sich enthalten. Ja. Ich habe mir diese ganze Debatte angesehen im Parlament, die wurde gestreamt. Wir haben nachher mal einen Ausschnitt. Die hat immer nur über Flüchtlinge geredet. Da waren 2 Redner, die haben im Wesentlichen über Flüchtlinge geredet. Weil die Argumentation war, wenn die Flüchtlinge weg sind, haben wir keine Kriminalität. Und was vielleicht noch spannend ist, zu NRW zu sagen, NRW hat viel Lob dafür bekommen, dass sie 2 Anhörungen durchgeführt haben. Das war tatsächlich total ungewöhnlich. Normalerweise ist ein Gesetzgebungsprozess, es gibt einen Entwurf von der Regierung, dann gibt es eine Anhörung von Expertinnen und Experten und dann wird es beschlossen im Landtag oder nochmal leicht verändert. Und NRW hat tatsächlich so viel Kritik abbekommen in der ersten Anhörung. Also die haben denen das um die Ohren gehauen, dass sie sich danach das nicht getraut haben und das tatsächlich nochmal geändert haben und nochmal in eine neue Anhörung gegeben haben. Das war spannend. Und ich habe hier, weil mir das immer ein großes Anliegen ist, nochmal eben nachgeschaut, was spannend ist in so einer Anhörung. Also ich war auch eingeladen in NRW in der zweiten Anhörung im Innenausschuss. Es waren 10 Leute insgesamt. Und davon waren 4 Polizisten. Das heißt, wir haben 5 Juristen, ich und 4 Polizisten. Und das muss man sich mal vorstellen, weil ich finde das immer wieder, wenn ich das Leuten erzähle, so verblüffend. Das sind Gewerkschaftsvertreter. Das ist wie, wenn wir über ein neues Pflegegesetz reden würden und wir würden 4 Krankenschwestern einladen, mit uns da zu sitzen und noch 6 andere Experten. Das gibt es in keinem anderen Bereich, dass die Leute, die das Gesetz betrifft, die es umsetzen, so aktiv mit eingebunden werden und so in so einer Überzahl auch, in so unverhältnismäßig eigentlich. In Niedersachsen war es sogar noch mal ein bisschen schlimmer, da waren wir beide aber an unterschiedlichen Tagen in den Anhörungen, da war es Hälfte, Hälfte. Also die hatten 3 Tage angesetzt, weil sie so viele Sachverständigen haben und die Hälfte davon waren aktive Polizisten verschiedener Polizeipräsidien, die natürlich total verständliches Interesse haben. Die wollen erstmal Verbrecher fangen und Befugnisse haben. Und aber dass man die als Sachverständige anhört in eigener Sache, ist natürlich ungewöhnlich auch in der Menge. Wir wollen hier auch nicht vergessen, das ist eine schwarz-gelbe Koalition. Das sieht man immer an den Farben bei unseren schönen Grafiken. Selbstverständlich haben die Liberalen tatsächlich versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Auch die sozusagen Altvorderen der Parteien, das ist sozusagen das Land von Burkhard Hirsch und Gerhard Baum, und haben sich dann natürlich durch die Änderungen, die sie dann aber beschlossen haben, auch sehr gebrüstet damit, dass sie natürlich diejenigen sind, die sozusagen die Spitzen aus diesem Polizeigesetz entfernt haben. Okay. So, wir merken uns, wir gehen zum nächsten über, oder haben wir was Wichtiges vergessen? Ach ja, doch, wir haben noch was vergessen. In NRW, viele haben das mitbekommen, vielleicht waren ja auch einige dort, gab es ja diese kleine Hambacher Forstanomalie. Also es waren ja relativ, wir merken uns das schon mal von nachher, weil wir einen Ausschnitt haben, noch aus NRW, aber wir merken uns, dass die fiesen Aktivisten ihre Fingernägel verätzt haben. Weil später kommen wir darauf zurück. Wir merken uns also, diese Proteste im Hambacher Forst spielen eine bedeutsame Rolle, weil da muss man ja was tun. Denn es geht nicht nur gegen Extremisten, sondern auch gegen Aktivisten. Das ist ein Zitat von Herrn Golland von der CDU. Ja, also. Gut, okay, Niedersachsen hat Anhörung gemacht. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Tatsächlich ist nämlich was Spannendes passiert. Es gibt im Niedersächsischen Landtag sowas wie den wissenschaftlichen Dienst. Also Juristinnen und Juristen, die im Landtag angestellt sind und dafür da sind, die Abgeordneten zu beraten, Gutachten zu erstellen. Und die haben nun das, was im Innenausschuss angehört wurde zum Polizeigesetz und was eigentlich dort schon besprochen wurde, vorgelegt bekommen mit der Anweisung, mach doch daraus jetzt mal bitte Gesetzestext. Und die waren so, um Gottes Willen. Das haben die auch faktisch gesagt.
Die haben ein sehr bemerkenswertes Dokument veröffentlicht, also was öffentlich zugänglich ist, wo sie das tatsächlich Stück für Stück für Stück auseinandernehmen. Und eins der Sachen, die ich eben zur elektronischen Fußfessel gesagt habe, kam tatsächlich auch von denen, wo sie so gesagt haben, es ist für uns nicht nachvollziehbar, was man mit elektronischer Fußfessel bewirken möchte bei einer Person, der ich ja noch gar nichts Konkretes vorwerfe. Wird das helfen? So, naja. Wir kannten dieses Konzept nicht, also wir sind jetzt auch nicht immer dauernd in allen Landtagen und so, weil mir auch aus keinem anderen Landtag bekannt. Die gelten auch als, also sie sind also als sehr ordentlich arbeitend geachtet, aber sie halten natürlich den parlamentarischen Prozess in gewisser Weise auf und da waren natürlich einige der Parlamentarier durchaus ungehalten drüber. Wir wollen, also das, danke. Wir wollen noch erwähnen, Rainer Wendt war hier als Experte in einer Anhörung geladen, an dem Tag, wo du auch da warst, ne? Also offenbar ist denen auch nichts mehr peinlich, also okay, keine Ahnung, also dass man, naja, und der hat sich, das können wir jetzt nicht noch erzählen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Niedersachsen. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat 2017 schon mal das Ende Dezember 2017 das Polizeigesetz schon mal novelliert und hat da schon einige Sachen reingeschrieben. Also ich meine, elektronische Fußfessel ist schon Staatsrojaner. Quellen-TKÜ ist schon drin und Videoüberwachung wurde auch ausgeweitet. Und es gibt jetzt aber noch einen neuen Entwurf. Genau, aber da wissen wir natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Ich glaube aber, dass sich die Diskussionen natürlich ein bisschen geändert haben, wegen der Proteste und wegen der anderen Anhörungen. Werden wir also sehen. Hessen, da kannst du was zu sagen. Ja, Hessen war eigentlich der erste Fall, der wirklich ein bisschen debattiert wurde, aber es gab noch nicht so große Proteste. Hessen hat eine Anomalie, weswegen wir uns beim CCC da auch sehr engagiert haben und auch die regionalen hessischen Erfahrungsaustauschkreise mit einer eigenen Webseite und Aktionen da versucht haben mitzuhelfen. Denn hier wollte man erstmals einem Geheimdienst den Staatsrojaner erlauben. Das ist Gott sei Dank verhindert worden, aber der Polizeirecht hat jetzt natürlich durch die Novellierung trotzdem erhebliche neue Befugnisse inklusive des Staatsrojaners und weitere Erweiterungen erhalten. Auch da waren, da gibt es eine Stellungnahme, die jeder nachlesen kann, ccc.de, aber auch alle anderen Stellungnahmen von mehr als 20 Sachverständigen, die allesamt auch extrem kritisch waren, kann man nachlesen. Dennoch ist im Juni verabschiedet worden, allerdings ohne Trojaner für Geheimdienste. Immerhin. Dann haben wir dieses schwarze Land. Jetzt ist es ja nach der Wahl nicht mehr schwarz, es ist jetzt schwarz-schwarz? Weiß ich gar nicht. Also die haben ja jetzt eine Koalition, aber damals im Mai, als es sozusagen durchgedrückt war, war es ja noch eine absolute Mehrheit der CSU. Genau, und ich glaube, also auch wenn wir knapp in der Zeit sind, zwei Sachen sind mir ganz wichtig noch zu Bayern zu sagen. Die haben nämlich tatsächlich eine Sondernummer gemacht in mehrerer Hinsicht. Also zum einen ist Präventivgewahrsam, Bayern ist das einzige Bundesland, was da wirklich über alle hinausgeschossen hat. In Bayern hat man gedacht, 2 Wochen, 4 Wochen, das reicht uns alles nichts. Wenn wir diese Person für gefährlich halten und wir überhaupt nicht wissen, was wir der vorwerfen, dann müssen wir sie einfach für immer einsperren können. Man hat den sogenannten Unendlichkeitsgewahrsam geschaffen. Das heißt, man kann eine Person für 3 Monate auf Verdacht hin einsperren und das dann immer wieder um 3 Monate verlängern, natürlich immer mit einem Richter oder Richterin, die da drauf gucken muss, aber es gibt keine, also im Gesetz ist keine Höchstdauer festgeschrieben. Ja, wir warten auf den ersten Fall der Ewigkeit in Gewahrsamnahme. Und die zweite Sache, und ich finde, das ist nochmal, also ja, Bayern erweiterte DNA-Analyse. Vielleicht haben manche Menschen das schon mal gehört. Das ist auch Bayern das einzige Bundesland bisher, das das eingeführt hat. Und zwar geht es darum, dass man DNA-Spuren, die gefunden werden, untersuchen möchte. Und zwar möchte man unter anderem auch auf die Hautfarbe der Person und jetzt kommt die biogeografische Herkunft dieser Person untersuchen. Das hat für enorm viel Protest gesorgt und es gibt eine ganz tolle Seite, die ich empfehlen kann, von Wissenschaftlerinnen aus Freiburg, die in dem Bereich forschen, Genetikerinnen, Biologinnen, die heißt wie-dna.de, also wie-dna.de, wo die ganz viele Informationen zu dem Thema zusammengesucht haben, irgendwie wissenschaftlich fundiertes Material. Das ist sehr lohnenswert. Also für die ist es noch schlimmer als bei uns in der Staatsrojaner-Debatte, weil da ist so viel Unwissen unter denen, die beschließen. Deswegen es ist eine sehr wissenschaftliche Seite, aber die ist sehr lesenswert, wenn man was lernen kann und weil es viele Mythen über die DNA-Analyse gibt. Okay, wir haben ein Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern noch. Da ist zwar kein Staatsrojaner drin,
Aber immerhin gibt es da auch die elektronische Fußfessel und Aufenthaltsverbote. Und wir können schon oder wir ahnen schon, dass es 2019 dann da noch einen neuen verschärfenden Entwurf gibt. Ist schon angekündigt. Okay, gut. Brandenburg, rot-rote Regierung, die sind gerade dabei. Es gibt schon den ersten Entwurf. In 2 Wochen gibt es die erste Anhörung. Und Brandenburg gibt es aber auch schon ein relativ großes Protestbündnis, die ziemlich aktiv sind und die da einiges machen. Genau, wird vermutlich im Frühjahr verabschiedet werden. Ja, und enthält oder soll einen Trojaner enthalten, ist aber eben noch nicht geltendes Recht. Dann haben wir noch Sachsen, die letzten sozusagen. Ihr habt bestimmt schon überall gesehen, hier hängen die Schilder für die Demo schon mal dran. Hier gibt es nämlich auch ein Bündnis, wie in allen Ländern. Ist bereits verabschiedet, aber ohne Trojaner, dennoch insgesamt ein verschärfendes Polizeirecht. Noch nicht verabschiedet. Noch nicht verabschiedet, aber... ein Regierungsentwurf. Ja, aber die Anhörungsunterlagen kann man nachlesen, die sind beim Landtag online. Also wenn ihr wollt, auf den Protestschildern sind auch die URL des Bündnisses zu sehen. Jetzt kommt der versprochene Videomitschnitt. Ja, richtig. Wir haben euch ein Beispiel mitgebracht, wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Na, vielleicht als letztes noch, wir wollten eine Sache, glaube ich, noch erwähnen. Wir sprachen vorhin über die Erweiterung der Strafprozessordnung, also dass der Bundesgesetzgeber den Einsatz der Staatstrojaner deutlich erweitert hat. Und im Prinzip ist diese Novellierung eine Form von Antwort, ja, dass eben das, was im Bundesrecht erlaubt ist, jetzt auch in den Ländern mit relativ unterschiedlichen Regelungen, also nicht nicht in der Essenz, aber in den Details, und das eben nicht abgewartet wurde, wie das Bundesverfassungsgericht in diesem Punkt ja weiter vorgehen wird. Und jetzt haben wir den wirklich sehr sympathischen Landesinnenminister. Genau, und ich glaube, man muss sich, also bevor wir es abspielen, nochmal in Erinnerung rufen, was wir ganz zu Anfang gesagt haben. Was immer argumentiert wird oder was die Begründung ja mal war, wir haben steigende Kriminalität und wir haben vor allen Dingen den internationalen Terrorismus, der uns droht. Deswegen brauchen wir diese neuen drastischen Eingriffsbefugnisse. Und das ist jetzt an dem Tag, an dem in NRW im Landtag das Polizeigesetz verabschiedet wurde, der Kommentar von Innenminister Herbert Reul. Naja, und das Bild hinten ist übrigens echt, sieht wirklich so aus in diesem Landtag. Wir haben erst gedacht, als wir den Stream geklickt haben, dachten wir, ist das irgendwie eine Zeitschalte oder so, aber es sieht wirklich so aus. Wir versuchen es mal mit dem Ton und Bild. Informationsüberwachung, das Überwachen von Messenger-Diensten wie WhatsApp. Ja, und wir verlängern die bisherige 48 Stunden Höchstfrist bei der Gewahrsamstatbestände. Und zum Beispiel tun wir das, um Identitätsfeststellung zu organisieren. Denn 12 Stunden reichen nicht aus, wenn jemand sich die Fingerkuppen verklebt hat. Und wir können doch nicht jemanden, der tatverdächtig ist, gehen lassen, nur weil wir seine Identität nicht feststellen können, wie das im Moment der Fall ist. Das ist ein Drama. Das ist überhaupt nicht rechtsstaatlich, was da passiert im Moment. Hambacher Forst ist doch ein Vorgang, der müsste doch jeden umtreiben. Jeder, der alle 5 beisammen hat, muss sagen, da werden hunderte von Personen, tatverdächtige Personen überprüft und bei der Hälfte kann man die Identität feststellen, bei den anderen nicht, und zwar, weil man keine Zeit hat. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, die Identität von 500 Personen in 12 Stunden festzustellen, wenn die sich weigern. Und da muss man sie wieder gehen lassen. Und da machen die fröhlich weiter. Das macht doch keinen Sinn. Übrigens, ob jemand... zu klarstellen, dass nicht die böse Tat des Staates, sondern ob jemand in Gewahrsam kommt, hat jeder selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald er seinen Namen und seine Adresse nennt, ist er sofort auf freiem Fuß. Sofort. Das ist natürlich nicht, was im neuen Polizeirecht steht, aber damit ihr mal einen Eindruck von dem Niveau der Debatte aus diesem stundenlangen parlamentarischen Beratungen habt. Genau, und ich fand es tatsächlich schockierend. Ich fand es schockierend, weil ich saß 2 Wochen vorher noch im Innenausschuss und habe gesagt, dass ich große Sorge davor habe, dass wenn man einmal solche Maßnahmen schafft, dass sie in Zukunft auf andere Personenkreise angewendet würden. Und da hat man mir noch, kam aus allen Parteien, nein, also es geht hier alles hochrechtsstaatlich zu. Und dann Herbert Reul 2 Wochen später, wie er sagt, er möchte das auf alle anwenden, Pädophile, Hooligans, Aktivisten. Und damit ist der Hambacher Forst vor allen Dingen gemeint. Wir haben ein zweites Beispiel. Das war nicht mal eine Woche danach. Da hat sich derselbe Innenminister mit dem neuen Terrorfahrzeug Survivor R filmen lassen. Also die Aufrüstung der Polizei ist nicht nur von den technischen Befugnissen her
Und wir konnten uns diesen einen Kommentar hier nicht klemmen. Wer den nicht versteht, der ist nicht aus Sachsen. Hier in Sachsen haben das sicherlich viele mitbekommen. Aber nicht nur das, der ist, Herbert Reul ist auch er kann nichts für seine Optik. Aber er ist gefragt worden, ob er denn nun auch erwartet, dass da Verfassungsbeschwerden kommen. Und jetzt wollen wir euch mal vorspielen, was er meint. Sie Sorge, Sie würden vom Verfassungsgerichtshof landen mit Ihrem Gesetzentwurf? Das werden wir in jedem Fall. Bei solchen Gerichten, die werden immer vom Verfassungsgericht landen, weil irgendjemand immer klagt. Und darum ist es natürlich auch klug, es so zu machen, dass man dann beim Verfassungsgericht auch bestmögliche Chancen hat. Aber Sie wissen ja, bei Gericht und auf hoher See kann es sich erstmal nie. Nicht wahr? Irgendwer klagt immer. Als sei es selbstverständlich, dass man verfassungswidrige Gesetze macht. Ist eben so. Da kommt doch immer irgendeiner, der Beschwerde einlegt. Das ist natürlich nicht so. Ja? Das ist eine interessante Verdrehung der Tatsachen. Ich habe das schon oft gesagt in den letzten 10 Jahren, wo ich mich mit irgendwie diesen Politikern über den Staatsräuber streite. Der Erstinterpret unserer Verfassung ist das Parlament und nicht die Richter, die hinten klären. Ja, und wenn sie nicht dauernd von den Urteilen in ihre Gesetze kopieren würden, hätten sie auch nicht so viele Beschwerden an der Backe. Ja, also ich finde, diese Begründung ist geradezu, sie ist eigentlich... Ich empöre mich schon wieder, aber wir haben noch 3 Minuten und jetzt kommen unsere zentralen Forderungen in der Hoffnung, dass ihr euch alle anschließt und sie bei den nächsten Demos laut skandiert. Kann man die skandieren? Dafür haben wir sie sehr prägnant formuliert. Ja. Also wir bleiben dabei und ich glaube, wir haben die besseren Argumente. Wir haben sogar mehr bessere Argumente bekommen, weil wir in Computern sitzen. Nur weil die im Gesetz informationstechnische Geräte heißen, werden wir unsere Opposition gegen Staatsräuber fortsetzen. Es ist der falsche Weg. Er ist ein Weg der IT-Unsicherheit und IT-Sicherheit ist ein Teil der inneren Sicherheit. Wir setzen uns nach wie vor dafür ein, dass dieser Weg, dass staatlicherseits informationstechnische Geräte gehackt werden, nicht gegangen wird. Und meine Hoffnung ist nach wie vor, dass wir das auch durchsetzen können. Mal sehen. Der zweite Bereich ist vielleicht für Skandieren jetzt nicht so einfach, weil der Kernbereich Schutz heißt eigentlich in juristisch, da kommt noch die private Lebensgestaltung daran. Ihr wisst, das ist so ein Terminus der Juristen, der das Höchstpersönliche meint. Und ich würde nochmal sagen, da geht es nicht um die Privatsphäre, da geht es um die Intimsphäre, um das Höchstpersönliche, was wir auf diesen Geräten haben. Und also aus meiner Sicht, zumindest in den Anhörungen, wo ich selbst war, wurde sehr wenig über dieses Höchstpersönliche geredet. Das ist nicht wie die Privatsphäre, sondern sie ist absolut geschützt. Egal, was ich jemand vorwerfe oder welche drohende Gefahr ich sehe, in diesen Kernbereich darf niemand eingreifen. Und aus meiner Sicht ist diese Debatte zu schwach. Wir müssen sie mehr betonen. Es wird jetzt immer schwieriger mit dem Skandieren. Ne? Also, gut, weil ich schon Alternativen aktiv suchen. Ja. Tatsächlich gibt es Alternativen. Auf technischer Art, aber sie werden gar nicht mehr debattiert. Wenn man versucht, als Sachverständiger vorzubringen, dass man dieses oder jenes vielleicht probieren könnte statt hacken, hat es einfach wenig Resonanz. Ich glaube, da müssen wir ganz deutlich sagen, dass wir das fordern. Und ich glaube aber auch, weil so viele Juristinnen und Juristen in den Landtagen sitzen. Also weil das die absolute Mehrheit der Sachverständigen und der Meinungen sind, die einfließen. Und da geht es ja immer nur noch darum, wie kann man die Maßnahmen, über die man diskutiert, gerade noch so rechtsstaatlich umsetzen, statt darüber zu diskutieren, was für technische Alternativen es gibt. Wir wollen weg von dieser gefühlten Sicherheitspolitik, wenn Sie nicht begründen können, warum Sie eine Maßnahme brauchen, wenn Sie keine Zahlen haben, wenn Sie nicht bereit sind zu evaluieren, nichts da, ist nicht. Also da will ich auch nach wie vor darauf bestehen, dass das, was jetzt teilweise auch so faktisch gesagt wird, ja, dass es ein Gefühl sei, gegen das man ein Gesetz macht, da sollten wir uns nicht verkaufen lassen. Genau, gute Sicherheitspolitik. Gute Sicherheitspolitik ist nicht nur repressiv, ich glaube, da geht es auch ganz klar um ein Vorgehen in den Landtag. Also
Sicherheitspolitik ist nicht nur, was in dem Polizeigesetz drin steht, sondern wenn ich Kriminalität im Innenstadtbereich habe, dann gibt es viele Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, raumplanerisch, städteplanerisch, aber nicht nur darüber, dass ich da mehr Videokameras aufhänge. Also nicht jedes soziale Problem hat eine technische Lösung, sondern da muss man in ganz andere Bereiche reingehen, um da Lösungen zu schaffen. Dann haben wir die Forderung, die wir, glaube ich, auch brauchen wir, glaube ich, nicht großartig begründen. Wir haben auch keine Zeit mehr, keine anlasslose Überwachung. Sehe ich einfach nicht ein. Ja, in der technisierten Welt ist das nichts, was sozusagen eine Zukunft haben sollte. Für alle Bereiche, ob es Biometrie ist oder Telekommunikationsdaten, Bewegungsdaten, whatever. Bleibt eine Forderung, die wir, glaube ich, auch ganz gut mit Gerichtsurteilen in Europa und in Deutschland begründen können. Mhm. Und wir hätten gerne die Gesamtüberwachungsrechnung, aber wirklich. Könnt ihr euch noch erinnern, was das war? Wer weiß noch, was die Gesamtüberwachungsrechnung war? Seid ihr noch wach? Wer weiß das noch? Oh, ich sehe wenig Hände. Okay, oh Gott, das müssen wir jetzt ganz schnell machen. Die Gesamtüberwachungsrechnung ist ein Terminus aus dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass man nämlich darauf blickt, wie viele verschiedene Arten von technisierter Überwachung können eigentlich gleichzeitig sozusagen berücksichtigt werden. Und damit kann man natürlich auch ganz toll widerlegen, dass es irgendwie so Lücken gäbe, ja, so going dark, sondern damit kann man sehr gut ausrechnen, wie viele Aspekte eines normalen digitalen Lebens heute schon mit polizeilichen Befugnissen abgegriffen werden kann. Und die würde ich gerne mal sehen. Die Österreicher haben das bisher gut vorgeführt, die will ich hier auch. Und generell, glaube ich, die Gefährderlogik müssen wir überwinden. Ja. Wir haben das dargestellt mit der drohenden Gefahr. Ich denke, wir sollten diese Vorverlagerung nicht weiter dulden. Wir haben einen letzten Punkt. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Gefährderlogik, weil ich das wirklich sehr wichtig finde. Ja, genau diese Idee, die sich da immer weiter zementiert und die, glaube ich, schon seit einer ganzen Weile, also Gefährder ist eigentlich ein Begriff, den es noch gar nicht so lange gibt, der aber sehr populär geworden ist und der ja auch medial viel verwendet wird. Und diese Idee, dass es Personen gibt, die einfach in sich intrinsisch gefährlich sind, ist widersprüchlich zu einem Rechtsstaat. Ich kann nicht davon ausgehen, dass diese Person irgendwie durch ihre per Natur für immer gefährlich ist. Und dann muss ich ja zu dem Schluss kommen, dass die Person für immer einsperren muss. Also diese ganze Idee, die dahinter steckt in dem Konzept, ist total problematisch und muss eigentlich entgegengewirkt werden. Und ich finde da solche Ansätze wie Unteilbar-Demos oder andere, also in anderen politischen Bewegungen derzeit, dass man sich nicht segregieren lässt, sondern dass ich mir bei jeder Maßnahme vorstelle, dass auch ich davon betroffen sein kann und nicht diese anderen, diese Gefährder, total wichtig. Also ehe uns jetzt Mirko von der Bühne schmeißt, die Kriegswaffen wollen wir schon noch erwähnen, das betrifft vor allen Dingen Brandenburg. Die haben nämlich Explosivmittel in ihren Entwurf geschrieben, die zwar sozusagen grundsätzlich sehr vorsichtig eingesetzt werden sollen, die zum Beispiel Handgranaten ist das und so. Womit man auch keine Person töten oder fluchtunfähig machen soll. Aber jetzt kommt's. Falls man dazu kommt, haben sie als Ausnahme Kinder und Schwangere schon mal in den Entwurf geschrieben oder das Werfen von Explosivmitteln in Menschenmengen. Ich glaube, es tut mir leid, ey, da fragt mich doch echt, wo sind die denn abgebogen? Also keine Kriegswaffen in Polizeihand, Handgranaten, also bitte. Okay, damit sind wir durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nur damit Twitter gleich nicht explodiert, von wegen mein Tretroller wurde geklaut. Auf dieser Seite der Bühne hat sich ein illegaler, wilder Tretrollerparkplatz angesammelt. Der wurde umgezogen komplett zum legalen. Ja, und jetzt bitte nochmal einen riesenden, tobenden, trampelnden Applaus.